Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Die Purge erwartet uns in dieser Folge. Ja genau, ihr habt es richtig gehört, in dieser Folge. Und ihr seht hier im Hintergrund meine kleine kampferprobte Armee schon platziert und ready für den Angriff. Hier hinten sind alles bessere Krieger in besserer Ausrüstung, meine zwei Wegwerflöwen. Und hier oben alles voll mit Bogenschützen. Zwar noch nicht jede Station hundertprozentig ausgestattet, aber es reicht, um uns zu verteidigen. Und ihr seht, es ist am, ja, an der Grenze. Die Purge müsste demnächst kommen. Wir müssen sie nur triggern, mit ein paar Gegner umhauen oder sowas. Aber bevor wir das tun, werde ich euch eins zeigen. Ich habe hier nämlich schon fleißig weiter gefarmt und wir haben Sade, die Geschmeidige. Ja, ich wollte es euch eigentlich zeigen. Mein Programm hat nicht aufgenommen. Tut mir leid, Leute. Ich wollte eigentlich die Folge anders starten. Wir haben endlich einen Künstler T4. Ja, das bedeutet, da oben der ist komplett nutzlos. Wir haben endlich vielleicht was, mit dem wir in die namenlose Stadt reinziehen können. Und ja, bevor wir jetzt hier die Folge unnötig in die Länge ziehen, ich werde jetzt hier ein paar Gegner blätten und gucken, dass ich die Purge auslöse und dann sehen wir uns wieder. Ja Leute, kurzes Update. Wir haben mittlerweile die lila Anzeige zur Purge erreicht. Jetzt muss nur noch der Countdown zur Purge beginnen. Und eine Sache, die mir in den Kommentaren geschrieben wurde, ich will ja drauf eingehen, möglichst zeitnah. Ich habe meine Waffe lila gemacht. Jawohl. Mir wurde gesagt, dass ich mit einem Waffenverbesserungskit und sowas die lila mache. Jetzt macht sie mehr Schaden. Hoffe ich. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Aber ihr wisst Bescheid. Ich habe auf die Community gehört und habe das Ganze jetzt mal in Angriff genommen. So, jetzt ist halt die Frage, wann kommt die verdammte Purge? Müssen wir jetzt noch lange warten oder kommt sie gleich? Mir wurde mal irgendwie geschrieben oder ich habe gelesen, dass es sein kann, dass hier in dem ganzen Bereich hier es dauern kann, bis die kommt. Es muss nicht direkt sein, es kann aber, muss aber nicht. So, ich hoffe, es kommt bald, dann haben wir es hinter uns. Aber jetzt hier nochmal ganz kurz los, ein paar Gegner verkloppen. In der Hoffnung, dass wir dann schnell zur Purge kommen. So. Aber wie gesagt, das macht das alles offscreen und jo. Ah, wir können mit diesem Verbesserungskit looten wir direkt Zeug vom Gegner. Krass. Okay, ja Leute, wir sehen uns dann jetzt endgültig zur Purge wieder. Bis gleich. Oh, was ist das? Baumeister. Ja, den hole ich mir. Den hole ich mir. Aber erstmal den anderen Dulli vielleicht. Hier, den da. Also den mache ich erstmal platt. So Leute, es zieht sich ein bisschen. Baumeister, T4, Thrawn. Ihr habt es gesehen, den will ich auf jeden Fall haben. Den holen wir uns jetzt, aber ohne euch. Das wird sonst zu lange dauern für die Folge. Okay, ihr habt es gesehen, jetzt ist die Säuberung gekommen. In 10 Minuten. So, wir kloppen noch schnell den Dulli hier platt. Vielleicht noch ein bisschen Leben auftanken. Zwischendurch. So, perfekter Übergang. Es hätte gar nicht besser klappen können. Wow, der haut richtig rein. Der hat was drauf. Dich kriegen wir trotzdem, Papi. Ja, vielleicht sollte ich mal aufs Schild wechseln. Das wird ja langsam hell. Ist dann doch vielleicht etwas cleverer. Wow. So, hier einmal schnell trinken. Bleib mir bloß fern. So, jetzt kriegst du aber hier so richtig. So, wunderbar, den haben wir auch. Ey Leute, wir haben in dieser Folge richtig Glück. Ob wir wirklich richtig Glück haben, wird sich natürlich nach der Purge erst zeigen. Aber wir haben jetzt hier zwei neue, krasse Thralls am Start. Einmal ein Tänzer, einmal ein Baumeister. Ey, was wollen wir mehr, Leute? Es läuft bei uns. So. Dazu müssen wir die halt erstmal einpacken. So, jetzt ist er. Oh, der hat sogar einen blauen Hammer. Krass. Wenn einer in den Kommentaren weiß, ob das irgendwas Spezielles, was Besonderes ist,
gerne mal reinschreiben. Würde mich echt interessieren. So. Und ja, Leute, was? Wir können jetzt nichts anderes tun, als erstmal abzuwarten. Hier meine extra Thralls packe ich mal in die Kiste rein. So, als nächstes hier Wasserbeutel. Wir brauchen unbedingt Wasser. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Heilung. Ich habe mir extra zwei Slots für die Heilung zurechtgelegt. So, jetzt haben wir 25 Heilflaschen am Start. Wir haben... ja, wir haben eigentlich alles soweit gemacht, was wir machen wollten. Wir können nicht mehr machen. Wir können jetzt nur noch abwarten hier auf die Purge und hoffen, dass wir sie bestehen. In 7 Minuten und 20 Sekunden sehen wir uns wieder. So, Freunde, eine Minute ist verbleibend. Meine Kämpfer hier haben alle Schleimsuppe in der Hoffnung, dass sie auch hochheilen während dem Kampf, während ich sie nicht an meiner Seite habe. Und eine Sache werden wir jetzt noch erledigen. Hier vorne, die Hyäne. Ich wette, die fuckt irgendwann ab, wenn wir die jetzt nicht platt machen. So, die ist down. Und ich habe mich gerade spontan dazu entschlossen, mir noch einen tierischen Begleiter an meine Seite zu packen. Nein, wir nehmen nicht den weißen Löwen, auch wenn wir den, oder Tiger, auch wenn wir den jetzt bisher leider nicht oft genug mitgenommen haben. Wir nehmen die mächtige Hyäne. Die ist schon ein Ticken besser gelevelt. Also die hat mehr HP, auf jeden Fall. So, die könnte uns vielleicht gute Dienste erweisen und da sie eh seit mehreren 10, 20 Folgen einfach nur hier in der Ecke rumsteht, ist es kein großer Verlust, wenn die drauf geht. Wir werden sie wahrscheinlich eh nicht mehr benutzen. Eine Gruppe Echsen greift an, jawoll! Das, was wir in der ersten Purge eigentlich haben sollten, was durch diverse Spielfehler nicht zustande kam, haben wir jetzt. So, Leute, ich bin gespannt. Drückt mir die Daumen. Wie gesagt, es ist deutlich schwerer als in der ersten Purge. Denn da hat ja die Stufe auf 4 runtergestellt. Jetzt ist es auf 6. Und mir wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass generell... was war das? Dass generell die zweite Purge gefühlt etwas schwerer sein soll. So, aber aktuell ist noch nichts in Sicht, was jetzt irgendwie böse ist oder so. Ey, nett, dass die jetzt hier von der anderen Seite kommen. Das wäre natürlich jetzt hier Worst Case, der einzige Turm, der nicht bemannt ist. Aber nee, von da kommen sie nicht. Woher kommen die denn? Warum greift keiner an? Eine Gruppe Echsen nähert sich, aber wo? Hat es beim letzten Mal auch so lange gedauert? Ich gehe mal auf meinen Aussichtspunkt hoch, um zu gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas sehen können. Jetzt! Da ist das Horn. Ich habe schon gedacht, wir hätten einen Spielfehler, weil hier die Anzeige halt wieder zurückgesetzt wurde und leicht schon nach oben gegangen ist. Aber wir haben ein Horn. Es geht los, Leute. Eine Gruppe Echsen. Ich hoffe, das sind jetzt keine giftspuckenden Echsen, weil ansonsten hätten wir vielleicht ein kleines Problem mit Gegengift und so. Na kommt schon, wo bleibt denn ihr? Von wo kommt ihr? Ey, dieses Ungewisse, dieses Warten, das ist so nervig gerade. Ach! Echsen, das sind... wow! Die
die Art von Echse habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber ja, okay. Krokodile sind auch dabei. Und was macht man in einer NPC hier unten? Ah ne, Safari-Bogenschütze. Ach was. Ich dachte, es kommen nur Echsen. So, okay. Wundsekret. Okay, das ist cool, dass wir hier noch Zeug looten. Aber warum kommen die von hier unten? Seid ihr behindert? Warum? Eine Gruppe Echsen sammelt sich neu. Ja, okay, schön. Aber warum greift ihr von hier unten an? Hier habe ich... Oh, das war so klar. Der eine Turm, den wir nicht bemannt haben, da kommen sie. Also ich glaube wirklich... Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Oder das Spiel ist halt... Was... Säuberung naht. Eine Minute haben wir. Das Spiel ist vielleicht so clever, dass es sieht, hier ist alles richtig gut beschützt. Da hinten haben wir einen Schwachpunkt. Und von da kommen die Gegner. Aber selbst wenn sie von da unten angreifen, ja, die kommen halt die Klippe nicht hoch. Die kommen nicht in die Base rein. Das ist das Gute daran. So, wir warten ganz kurz. So, der Countdown ist bei 0. Die nächste Reisegruppe dürfte jetzt gleich erscheinen. Ich hoffe, die kommen auch hier von vorne. Ja, da vorne kommen sie. Okay, Leute, da ist schon eine größere Horde. So, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Ich will wissen, ob unsere Verteidigungslinie hier sinnvoll ist. Ob die was taugt oder nicht. Beziehungsweise, wir können die Verteidigungslinie hier vorne ja erstmal machen lassen. Und wir gucken mal, ob hier unten wieder was ist. Nicht, dass da wieder ein paar gespawnt sind. Nee, aber diesmal kommen sie von vorne, so wie es aussieht. Trotzdem, ja, da schießt schon die erste Linie und da greift schon der erste an. Oh, Leute, jawohl, die Schlacht kann beginnen. Hier, komm, macht sie alle platt. Wir gucken erstmal nur zu. Ich will wissen, wie es ausgeht. Es sind viele tot. Unsere Löwen machen halt gar nichts gefühlt. Okay, da ist der nächste. Die nächsten. Oh, sind mehrere. Okay, wir machen mal mit. Krokodil besiegen komplett. Jawohl. Hier, Sprengdrüse. Ey, wir können ja richtig gut was hier looten, wenn wir die Viecher platt machen. So, Leute. Eigentlich komplett easy. Ich glaube... Jawohl, alle wieder ihren Posten bezogen und so. Sehr schön. Ich glaube, unsere NPCs hätten das hier komplett alleine regeln können. Irgendwo wird noch geschossen. Ist hier noch einer am Leben irgendwo? Ah, da... Wow, da waren drei... Da war einer mit drei Dingern. Wow, fettes Krokodil. Fettes Monster-Boss-Krokodil. What the fuck? Ich wusste nicht, dass sowas hier kommt. Alter. Okay, das war vorher gewusst, dass hier ein Krokodil kommt. Also ein dickes Krokodil. Oh shit. Okay, das könnte natürlich jetzt ein Problem werden für uns. Komm mal mit, du sollst dir ein paar Pfeilspitzen abkriegen. Wow, wir haben einfach ein Boss-Krokodil hier am Start. So, ich muss kurz auf die Stamina warten. Aber je weiter er wegkommt. Wow. Desto besser ist es eigentlich, dann kriegt er hier ein paar Pfeile noch mehr ab. Wow, shit. Und das war die erste Runde, Leute. Oder beziehungsweise ist die erste Runde. Wir wissen, wie lange wir
für das erste Boss-Krokodil hier gebraucht haben. Jetzt mal angenommen, später kommen hier zwei, drei von denen. Wir haben ein dickes Problem, Freunde. Wir haben echt ein dickes Problem. Wo ist eigentlich meine verdammte Hyäne hin? Komm, du kannst auch angreifen. So, wir haben sie fast. Ihn? Jawohl. Sehr gut. Oh, Leute, ey, das war jetzt schon eine Hausnummer. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Krass, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Einer fehlt. Ist einer von meinen Kriegern gestorben? Warte mal. 1, 2, 3, 4. Nee, sind alle da. Okay. Haben sich nur erstmal neu formieren müssen. Hier, die müssen doch irgendwie mal angreifen oder sowas. So, ihr solltet halt schon aktiv sein. Ah, ich wusste's. Okay, Leute, wir haben jetzt gerade die Tiger eingestellt. Die sind jetzt on fire. Die machen irgendwas anderes platt gerade. Ja, okay, so eine normale Dulli-Echse. Kommt meine Hyäne mit? Jawohl. Da unten ist noch einer. Ah, deswegen zieht sich so. Die kommen von allen Seiten. So, okay. Die Gruppe wurde vernichtet. Sehr schön. Wie viele Wellen haben wir hier eigentlich jetzt? Ich weiß es gar nicht. Wäre schön, wenn man das auch gezeigt bekommt, wie viele Wellen kommen. Oh, wir können mit dem Knüppel hier die Fische abbauen. Was ist mit dir los? Du siehst ein bisschen blutig aus. Nee, bist nicht blutig. Sieht, sah wirklich nur so aus. Oh, aber ist trotzdem heftig. So ein Boss-Krokodil, Alter, Leute. Das ist wirklich das Letzte, mit dem ich gerechnet habe. Und das Problem ist halt auch, wenn die so nah hier an die Base rankommen. Ja, es ist halt generell schwierig, dass die Bogenschützen dann irgendwas bringen, aber... Ich habe keinen Countdown für die nächste Runde. Warum? Das stört mich gerade ein bisschen. Also, Freunde, sagt, was ihr wollt, aber ich verstehe es gerade nicht. Also, entweder ist die Purge jetzt vorbei oder... Keine Ahnung. Irgendwo ist ein Gegner gespawnt, den wir jetzt aktuell hier nicht sehen. Oder vielleicht ein Fehler im Spiel. Ich habe jetzt auch keine Anzeige bekommen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob beim letzten Mal eine Anzeige kam, dass die Purge beendet wurde. Wir gehen nochmal komplett um die Base rum. Okay, Freunde, was soll ich sagen? Also ich bin jetzt einmal um die komplette Base rumgelaufen. Ich habe nichts gefunden. Es kam keine Anzeige mehr, dass die Purge weitergeht. Ich habe echt die Vermutung, sie ist entweder vorbei, es war ein Bug, oder was auch immer, keine Ahnung. Aber es wirkt jetzt ein bisschen kurz. Also beim letzten Mal hatten wir ja mehrere Wellen und sowas. Jetzt irgendwie gefühlt nur eine, also zwei mit einem Bossgegner am Ende. Ja, der jetzt auch mit meiner Mannschaft hier nicht unbedingt allzu schwer war. Ja, aber wie ihr seht, es passiert nichts. Ich weiß ja auch nicht, ob wir bei der ersten Purge am Ende irgendwie einen Screen hatten, dass das Ganze jetzt vorbei ist, dass wir es überstanden haben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich ihn vielleicht jetzt hier übersehen habe. Ich weiß gerade gar nichts. Also für mich war die Purge jetzt
sehr, sehr unbefriedigend. Im Vergleich zu der ersten, wirklich sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Ich habe eigentlich mit mehr gerechnet. Also ich war gerade gehypt, als ich das Krokodil gesehen habe. Und ich habe gedacht, vielleicht so in der zweiten, in der dritten, vierten Runde und sowas, kommen vielleicht mehr Bossgegner. Aber zwei Runden, das war's. Keine Ahnung, ihr merkt's, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, die ganze Vorbereitung hätte ich mir komplett schenken können, wenn ich das gewusst hätte. Ja, worauf wir uns freuen können, ist die nächste Purchase wahrscheinlich in einem schwereren Gebiet mit einer neuen Base, wenn wir sie rechtzeitig aufbauen können. Und, ja Leute, was bleibt mir jetzt anderes zu sagen oder zu machen, außer die Folge ist vorbei. Ich habe mir jetzt echt mehr erhofft von. Ich glaube, ihr merkt, ich bin perplex. Also, ja. Dafür, wenn wir jetzt hier ins Grassland gehen würden, wird die Purge tödlich für uns enden und wir würden komplett durchgeraidet. Jede Wette. Aber, ja gut, wir haben trotzdem Erfolge erzielt. Also, beziehungsweise, wir haben die Purge überstanden, vermeintlich. Wir haben einen Bossgegner in der Purge besiegt. Wir haben zwei neue Thralls T4, die wir sehr, sehr gut gebrauchen können, bekommen. Und wir haben gemerkt, dass unsere Verteidigung hier eigentlich ziemlich gut ist. Ja, darauf werden wir aufbauen in den nächsten Folgen. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, vielleicht um den Kanal hier zu unterstützen, damit wir vor Ende des Jahres die 300 zusammenbekommen und ich euch eine richtig, richtig coole Überraschung zum Jahresabschluss bieten kann. Und ja, das war's in diesem Sinne von mir, Dex. Bis zum nächsten Mal, haut rein!